Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Warzug im Bunker. Oder Warzug, where's UK? Ich weiß es nicht, ist auch völlig egal. Zurück zu 7 Days to Die im Todesbunker des Todes. Der nimmt die Position von seinem Kollegen ein. Komm, einen haben wir noch. Den kriegt er von mir. Hat nicht ganz gereicht. Na. Können wir eigentlich Bolts selber machen? Iron Crossbow Bolts, Steel. Ja, die müssen wir uns auf jeden Fall mal machen. Ich denke, die Armbrust ist gar nicht so schlecht, so als Übergangswaffe. Das kann man auf jeden Fall anbieten. Wir gehen jetzt erstmal runter, weiter im Bunker. Wir sind beim letzten Mal hier runtergegangen und das hat uns fast das Leben gekostet, weil hier unten Action war. Aber da sind immer noch welche am Leben. Hier unten zuppelt es gerade, hier lädt irgendwas nach. Hallo? Warum ist hier so wenig FPS? Warte mal, gibt es mit dem Messer vielleicht eine Blütenaktion? Au! Okay, das Messer ist sehr ineffektiv. Machen wir das halt so. Ist das ein Zombie, der pennt? Sieht so aus. Kommt hier noch jemand? Irgendwas läuft doch hier. Irgendwas läuft hier. Da ist noch Munition. Okay, und da sind auch noch Crossbows dabei gewesen. Und Steroide. Okay, pass auf. Jetzt hätten wir kein Fleisch. Oh, das sind ja Boxen. Das sind Bücherregale. Das ist ja geil. Haben sie die als Tische hier hingesetzt? So, warte mal. Das können wir lernen. Das können wir... HD Pixbench. Was ist denn eine Pixbench? Das können wir scrappen. Das können wir lernen. Das können wir lernen. Minibike-Chassis haben wir gelernt. Und... The Great Heist. Uncover the rarest hiding places of jewelry and gems. Wie, hier sind Diamanten drin, die man finden kann? Okay. So, wir haben 29 Schuss für die Pistole. Das sollten wir auch nutzen. Auch wenn die Pistole in Angstsituationen nicht immer die beste Wahl ist. Was haben wir hier? Shredder Ammo Supply. Also, hier sind Waffen dabei. Habe ich noch nie was von gehört. Warte mal, was ist das denn hier? Automax Ammo. Ich glaube, das ist für die Geschütze, ne? So, dann gucken wir mal unter den Postern hier nach, ob hier irgendwo noch ein Tresor hängt. Nein. Nein. Oh. Nee, sieht nicht gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Oh, Munition. Ah, mit der Pickbench können wir anscheinend die Poster craften. Alles, oh, Munition. Das ist eine Winchester-Schematik. Cool. Und hier haben wir noch Shotgun-Munition. Das ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Achso, da müssen wir warten, bis das hier durchläuft. 8 Minuten. Wir können aber mal Flagstone schon mal machen. Die machen wir als nächstes. 539 Flagstone ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 200, komm. So.
Kisten nehmen wir noch mit. Oh, nice. Mal hier. Ah, ich komme nicht dazwischen. Was ist denn mit den... Was ist denn mit den Geschützen eigentlich? Da bräuchten wir sowieso Strom, ne? Das haben wir sowieso noch nicht. Irgendwas ist hier am Rennen. Okay, wir gucken mal weiter. Wir haben sogar zweimal. Irgendwas rennt hier. Hört sich nicht gut an. Station Bonn. Hier geht's nochmal tiefer anscheinend. Oh, da geht's. Oh, das ist eine Horde. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ich habe da gerade Befürchtungen. Schotze. Da ist einer. Das hört sich aber viel an. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier reingeraten? Oh Gott. Deswegen ruckelt es auch so. Ich habe hier 26 FPS gerade. Nochmal Munition. Okay, wir müssen uns erstmal hier einen Weg raus. Oh. Oh nee, ernsthaft? Oh, die... Der Boden ist 1000. Also es hört sich nicht so an, als da will irgendjemand zu uns. Oh nein, ist gar keine geile Idee hier runter. Vielleicht so. Wobei, da geht's weiter, ne? Oh, hier sind auch die Zombies am... Komm hier nicht raus. 7500 ist ein bisschen hart. Hm. Und nun? Noch hören sie mich nicht. Oh, ich glaube, ich habe mich gerade in eine ganz blöde Situation manövriert. Oh Gott. Dumme Idee. Ganz dumme Idee. Hi. Boah. Alles klar. Oh. Oh nein. Oh. Nein, 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 nicht lachen, nicht lachen. Weg, 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 weg. Oh, fuck, fuck. Ach, Scheiße. Oh nein. Wie komme ich nah? Da war die Horde übrigens, da kam so runter. Aha. Mama.
Alter. Das war der eine oder andere zu viel. Okay, wir haben ein bisschen, wir haben noch Munition. Haben wir noch Munition hier einstecken? Wir haben eine Angstpistole. 9 mm, 5 Stück. Welches ist denn besser? HP oder AP? AP ist wahrscheinlich Ammo-Piercing, oder? Ein HP? High Performance. Ich nehme die Ammo-Piercing. Ach, komm her. Ich crafte jetzt komplett durch. Okay, 150 Schuss. Die packe ich aber mal hier lieber vorsichtshalber hier rein. Und die Schrotze lasse ich hier. Die ist eh fast kaputt. Okay. Gut. 1929. Na, das gibt ja einen Spaß. Airdrop, da. So ein Mist. Viel Feinfilet. Also das war jetzt echt, da kam sie von allen Seiten. Wenn sie nur von einer Seite kommen, sah das noch gut aus. Aber das war echt schwierig. Muss auch meinen Kram holen und dann auch schnell wieder raus erstmal. Ich habe keinen Bock, die Nacht da drin zu verbringen. Weil das ein bisschen schwie-schwie ist. Sag mal, haben wir Punkte? Wo war der Cardio? War das hier? Heckmule, wo war denn nochmal der Cardio? Heavy, Brawler, Huntsman, Heavy, Gun and Run. Ah. Nicht doof. Hier den Fall, da oben. 3. Okay. 20:04, oh Gott. Moin. Ich muss nur meinen Kram und dann zurück. Welche Richtung war das? War das hier? Ja, ist ja gut. Hier hatte ich hinter mich gesetzt. 20:14. Das gibt auf jeden Fall jetzt ein... Hier runter. So, wie weit ging es denn hier? Das war irgendwo... War das links durch? Bin ich denn runter? Ne, hier nicht. Hier bin ich runter. Oh, scheiße, ich habe die Woodframes... Ne, habe ich nicht. Dann bin ich weiter runter. Und hier war Action. Thank you.
Bin ich hier runter? Hier bin ich runter, ne? Ich habe keinen Bock, es ruckelt schon wieder so hart. Ich habe... Da lang, runter, da hoch. Okay, 2059. Komm, Minjas, go. Ruckel, 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 ruckel. Hier sind viele Zombies unterwegs. Ich habe 23 FPS. Einer sagt jetzt bestimmt, daraus eine Base machen. Das ist keine gute Idee, sich daraus eine Base zu machen. Den Airdrop muss ich auch noch holen. Denn diese Hütte abzusichern ist eine Katastrophe. Das ist auch genauso mit dem anderen Haus, wo die zwei Zementmischer drin waren, wo diese ganzen Hunde drin waren. So eine Hütte abzusichern ist einfach nur schwierig. Du baust ewig viel Absicherung. Das ist nicht klug. So, 21.18 Uhr. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind an unseren Sachen dran. Eieiei. Da baue ich mir lieber hier den vorhandenen Bunker erstmal aus, beziehungsweise baue mir da noch so eine Zombie-Falle rein. So. So, wir haben unseren Schlüssel wieder. Das ist schon mal sehr nice. Was ist eigentlich hier drin? Noch Munition. Hier geht eine Leiter hoch. Solange es noch nicht nachts ist, werden wir das hier mal verhindern. Ja, ich weiß, war Schwachsinn, aber... die können wir, glaube ich, hier wegwrenchen. So. Okay. Nicht, dass hier irgendwie einer nachts auf die Idee kommt, irgendwelche Überhänge als Leiter zu nutzen. Okay, 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 okay. Da ist ein Lichtchen, das lassen wir dran. So. Oh, Home Sweet Home, ey. Was ein Glück. Die Building-Kiste, die machen wir noch. Oh, hier haben wir noch ein Rezept. Das können wir scrappen. Wo ist er denn? Da ist er. Kann ich aber oben aufs Dach setzen. Mach ich jetzt nicht draußen. So. Oh. Eine Stahlschaufel und ein Steel Sledgehammer. Also mit dem Ding kannst du auf jeden Fall arbeiten, mit dem Stahlhammer. Ich weiß zwar nicht, was er zum Bauen zu tun hat. So, wir müssen mal eine Waffenkiste machen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Waffenkiste und die setze ich mal daneben dran, würde ich sagen. Wir bauen uns jetzt hier noch ein Kistchen. Und setzen die neben die Tür. Ich setze mal hier so hin. So, machen wir jetzt hier eine Kiste mit Waffen. Ich sortiere jetzt erstmal alles aus. Das ein Rest für einen Bogen. Waffen, Waffen, Waffen. Die kann ich doch eigentlich schon umwandeln, oder? Die Munition jetzt so aufzuheben, macht ja auch wenig Sinn. Machen wir Waffen und Werkzeuge? Jo, machen wir Waffen und Werkzeuge. So. Das sieht doch schon mal gut aus.
Beziehungsweise die Munition holen wir uns. Dann können wir hier mal die Munition kurz durchgehen. Wenn es da mehrere Typen gibt, müssen wir halt dann entscheiden. Okay, dann machen wir auch die Armor Piercing. Okay. So. Sehr cool. Oh, was ein Glück, ey. So, Essen weg. Und erstmal durchschnaufen hier nach diesem fiesen Tod. So, haben wir hier noch Munition drin und Waffen. Jo, haben wir noch. Was ist denn das hier? Molly. Sind das im entferntesten auch Waffen und Rüstung? Wahrscheinlich müssen wir es langfristig unterteilen. Ich glaube, das wird sonst nichts. Da ist nochmal. Was ist denn das für eine Munitionsart? Diegel, ah. Okay. Okay. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? In Verbindung mit der AK. Dann müssen wir uns diese Weapon Repair Kits machen, aber was wir jetzt in der Nacht erstmal machen, ist auf jeden Fall ein bisschen bauen. Die Zeit müssen wir nämlich nutzen. Das. Da. Okay. So, dann machen wir uns erstmal eine schöne Umrandung. Wir müssen wahrscheinlich den Zaun hier hinten entfernen, weil die Zombies das dann sonst eventuell als Leiter nutzen. Und da habe ich dann auch keinen Bock drauf, dass ich dann da überrascht werde. Ist ja kein Minecraft. Ich weiß gar nicht, warum ich Shift halte. Können wir mal gucken, ob wir da mit dem Stahl eventuell dann aufwerten können später, aber im Moment ist es erstmal hier komme ich nicht weiter rüber. Schwierig. Machen wir erstmal die Ecken. Okay, den Rest kann ich dann nämlich von oben setzen. Nee, muss ich von oben setzen. Nee, jetzt muss ich alles von oben setzen. So, jetzt. Sehr schön, habe ich super gemacht. Ach, bin ich stolz auf mich gerade. So, wie viel haben wir denn? 57, das langt auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen über die Kante schaffen und dann... Okay, überredet. Eine Ruhe. Ey, der Bunker, der war schon auf jeden Fall anspruchsvoll. Aber wir müssen auch nochmal rein, weil da gab es noch so viel zu finden. So, dann machen wir hier die Umrandung noch fertig. Okay.
Das müsste erstmal reichen. Wenn wir den Zaun jetzt entfernen für die Hordennacht, der Baum ist so ein bisschen kontraproduktiv. Ich sehe nichts. Na? Jetzt. Für die Hordennacht soll es, für die erste soll das reichen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie durchdreht. Was haben wir für eine Game Stage? Können wir mal gucken. 22, ne? Das ist übersichtlich. Da passiert noch nicht viel. Gut. Das haben wir. Ach, dann können wir eigentlich... Hier kommt eh nichts, oder? Das waren seine letzten Worte. Wir können mal gucken, ob wir die Wände aufwerten von dem Bunker als solches. Okay. Man merkt, hier haben die Zombies schon mal gegengeschlagen. Ideale Arbeit mitten in der Nacht. Ich würde sagen, ich schlage noch ein bisschen Zaun. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen Action. Der erste Tod hier in Warzuk. Das war aber jetzt Folge 9 oder sowas. Ich finde, das ist ein ganz guter Schnitt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.